Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute reden wir über die Faszien. Faszien, die neue Entdeckung als Organ von unserem Körper. Höre ich schon seit 3, 4, 5 Jahren selbst immer wieder, wie wichtig die Faszien sind. Was das jetzt genau ist und was das für uns bedeutet, das möchte ich heute mit einem Bewegungsexperten besprechen, der heute da ist. Es ist niemand geringer als der Karl Müller. Also bleiben Sie dran, wir sind gleich für Sie da. So, herzlich willkommen, lieber Karl. Danke, dass du mir die Ehre gibst, wieder einmal mit dir über unseren Bewegungsapparat zu sprechen. Danke, Alexander. Du hast mir mal oben während dem Kaffeetrinken gesagt, die Faszien sind eigentlich das größte Organ unseres Körpers. Ich habe immer gesagt, das ist doch eigentlich die Haut. Dann hast du gesagt, die Haut gehört dazu, zu den Faszien. Bitte erklär mir mal, wie die Bedeutsamkeit der Faszien für unseren Körper. Ja, das ist nicht so einfach und schnell zu erzählen. Die Faszien, die haben ein riesengroßes Spektrum. Mhm. Früher hat man das ja gekannt unter Bindegewebe. Im Studium, im Medizinstudium ist es das, was man früher weggeschnitten hat. Neuentdeckung der Faszien insofern, als dass man immer mehr erkennt, was die Aufgaben sind dieser Faszien, was die alles können, was die alles für Aufgaben haben. Und darüber könnten wir heute mal ein bisschen reden, weil als Bewegungswissenschaftler haben die Faszien einen ganz, ganz großen Anteil an der Bewegung. Das Erste, was ich schon im Kopf habe, ist, wenn ich so dieses Bindegewebe sehe, wenn Operationen gemacht werden, das abgeschnitten wird, dann ist ja dieser Fluss von Informationen, von Energien, von ich weiß nicht, was alles läuft, aber der ist ja für ewig kaputt. Das ist zum Beispiel etwas, was man früher unterschätzt hat, dass wenn man die Faszienschichten durchschneidet, dass dann Narben entstehen und Bewegung verhindert wird. Also wenn man zum Beispiel bei Kaiserschnitt eine Narbe hat am Bauch, dann kann das zur Folge haben, dass das in späteren Jahren bei diesen Frauen Rückenschmerzen auslöst. Und darum ist es wichtig, dass man nach dem Kaiserschnitt auch gebührend Narbentherapie macht, dass es wieder weich und geschmeidig wird. Mhm. Aber um vielleicht mal ein bisschen zu erklären, wie denn das funktioniert, oder eine Aufgabe der Faszien, diese Beweglichkeit zu ermöglichen, nimmt man am besten den Gips. Dann sieht man nämlich, was das Gegenteil, also was passiert, wenn sich die Faszien nicht mehr bewegen. Wenn man einen Ellbogen zum Beispiel 6 Wochen in einen Gips, durch einen Gips stilllegt und den Gips dann wegnimmt, dann hat der Ellbogen die Form dieses Gipses angenommen. Der ist kaum einen Millimeter bewegbar. Und dass das so steif geworden ist, ist, weil das Bindegewebe, die Faszien sich verklebt haben. Es sind ganz viele Schichten. Wenn ich dieses Handgelenk so bewege, dann kann man die Haut sehen, die Außenhaut, und eben nicht nur die Außenhaut, sondern alle Faszien, die darunter sind. Faszien ist alles, was Weichteile sind, also alles, was nicht Knochen ist, ist im Prinzip Faszien. Und das hängt am ganzen Körper zusammen. Und wenn irgendwo ein Gelenk steif ist, dieses Gelenk steif ist und ich trotzdem zum Beispiel einen Schraubenzieher, eine Schraube eindrehen will, dann muss ich das kompensieren mit anderen Bewegungen. Und beim Gehen ist das eben auch eine ganz große Geschichte. Wenn wir so sehen, wie die Kinder hochbeweglich sind, was die alles machen können und wie wir dann im Alter unbeweglich und steif werden, dann hat das damit zu tun, dass die Füße, und das sieht man bei den älteren Leuten, die ziehen die Füße nur noch so hinterher, also man benutzt die Füße nur noch, um
das Bein abzustellen sozusagen. Man macht einen Schritt aus der Hüfte heraus und die Füße sind praktisch unbeweglich. Und weil die Füße so unbeweglich sind, mussten Knie und Hüften und Rücken das kompensieren. Und wenn ein Gelenk oder wenn ein Muskel kompensieren muss, dann macht es etwas falsch. Und wenn man etwas falsch macht, dann gibt es falsche Bewegung und Versteifung. Mhm. Also schlussendlich ja, versteifen wir Menschen, weil die Faszien irgendwo mal begonnen haben, sich zu versteifen. Sehr oft ist das, allermeisten ist das in den Füßen. Mhm. Ich habe da noch einen interessanten Aspekt reinzubringen. Wir haben ja die fünf Sinne, oder? Die sind bekannt: Geschmackssinn, Sehsinn, Gehörsinn, Geruchssinn, Tastsinn. Jetzt frage ich dich, Alexander, was ist denn der Gleichgewichtssinn? Ist das der sechste Sinn oder was ist das? Gute Frage. Weiß praktisch niemand. Mhm. Der Gleichgewichtssinn ist die Kombination der fünf Sinne. Mhm. Wenn du auf einem Bein stehst und schließt die Augen, dann verlierst du schon mal ziemlich viel an Gleichgewicht. Ja, ja, absolut. Wenn wir auf einem Bein stehen und eine Hand an der Wand haben, dann lässt sich's sehr einfach stehen. Ja. Nehmen wir die Hand weg, dann wird schon schwieriger. Also der Tastsinn hat sehr viel zu tun mit dem Gleichgewichtssinn. Auch wenn die Füße natürlich am Boden tasten. Auch das Gehör hat einen sehr großen Einfluss auf den Gleichgewichtssinn, das weiß man auch. Mhm. Aber auch der Geruch und der Geschmackssinn. Alles hat einen Einfluss auf den Gleichgewichtssinn. Und dieser Gleichgewichtssinn ist eben in den Faszien drin. Wenn die Faszien beweglich sind, dann funktioniert dieser Gleichgewichtssinn viel besser, als je mehr Verklebungen wir am Körper haben, desto schlechter funktioniert der Gleichgewicht. Das heißt, die Sturzgefahr von älteren Leuten. Die Sturzgefahr, das ist genau die Sturzgefahr. Das ist vielleicht mal noch ein separates Thema. Sturzgefahr ist hochinteressant. Aber dieser Gleichgewichtssinn, der an dem geht verlustig, je mehr Verklebungen am Körper sind, je unbeweglicher wir sind. Ganz toller neuer Hinweis. Unbedingt. Ganz, ganz toll. Schau mir das noch an, die Beweglichkeit. Das ist etwas, da habe ich kein Blut mehr in den Beinen, wenn ich sowas mache. Ich mache das jeden Morgen 1,5 Stunden auf dem Feld. Ich bin ja Selbstversorger. Im Moment beim Erdbeerernten, dann beim Jäten. Ich versuche halt möglichst diese Asienhocke oder tiefe Hocke, wie man sie auch nennt, möglichst häufig zu tun, weil das hält beweglich. Es hält eigentlich fast alle Gelenke beweglich. Aber nochmals, ich meine, wenn ich jetzt das mache, habe ich das Gefühl, mir schlafen die Beine ein, ich habe keine Durchblutung mehr, weil ich es irgendwie abdrücke, das Blut, habe ich das weil Gefühl. Weil du höchstwahrscheinlich auf dem Vorfuß stehst, weil du die Beweglichkeit gar nicht hast, dass das Knie so weit vor die Füße gehen kann, dann musst du auf den Vorfüßen stehen. Mhm. Und das ist, die meisten Menschen können nicht mit den flachen Füßen auf den Boden gehen, weil die Beweglichkeit der Füße, und das ist eben genau das, die Beweglichkeit der Füße ist ein ganz großes Problem, weil wenn die Beweglichkeit der Füße abnimmt, dann kompensiert man oben und viele Rückenschmerzen kommen von der Unbeweglichkeit der Füße. Mhm. Füße brauchen natürlich dann auch noch Balancierfähigkeit und Kraft, aber die Beweglichkeit ist ein großer Schlüssel. Und unsere Probleme im Alter, also die Steifigkeit und der Verlust der Beweglichkeit im Alter, kommt aus dem Alltag, vom vielen Sitzen. Wenn du so sitzt, verlierst du eher an Beweglichkeit, als wenn du so sitzt. Ich teste das in nächste Sendung mit dir. Das habe ich ja auch nicht gekonnt. Ja. Ich habe 20 Jahre in Korea gelebt. Wenn man immer am Boden sitzt, im Schneidersitz, hier ist es ein bisschen mühsam, weil das so zusammendrückt.
Darum ist der Lotus-Sitz jetzt hier ein bisschen eine Herausforderung, aber so den normalen Schneidersitz. Und du fühlst dich jetzt wohl, also das Blut fließt. Ich fühle mich viel wohler, als wenn ich so sitze wie du, weil das, ich gewinne dadurch an Beweglichkeit. Und wenn ich an Beweglichkeit gewinne im Alltag, man kann natürlich auch Übungen machen, ich mache auch ein paar Übungen, ohne Handunterstützung aufzustehen, vom Rücken liegend, ohne Schwung und ohne irgendetwas vom Boden aufstehen, ist übrigens so eine, da können Sie als Zuschauer mal testen, wie viele Bodenkontakte brauche ich, um aufzustehen. Das sagt etwas über Ihre Beweglichkeit auf. Ideal wäre, mit verschränkten Händen vom Rücken her ohne Schwung aufzustehen. Kleine Kinder, 2-, 3-, 4-jährige Kinder können das problemlos. Die brauchen keine Krin, die brauchen keine Hände, um aufzustehen. Das sagt etwas über die Beweglichkeit aus und die holt man sich durch Verhaltensveränderung im Alltag. Und eine der Veränderungen ist eben weniger sitzen, anders sitzen, mehr gehen. Und wenn man irgendetwas vom Boden aufhebt, halt runter in die tiefe Hocke und so weiter. Versteifende, das ist einleuchtend, ein Gips versteift, Klar. Der verklebt die Faszien. Mhm. Und dann können die Faszien nicht mehr funktionieren, weil die Faszien haben viele, viele Aufgaben. Eine ist eben, den Gleichgewichtssinn zu erhalten. Eine andere ist aus meiner Sicht, ich habe das sonst noch nirgend gehört, für mich ist der Faszienapparat der Bordcomputer des Menschen. Wenn ich gehe, ein Reflex beim Gehen, ich knapp stürze und mich dann wieder auffange, das wird nicht vom Hirn gesteuert. Das sind Reflexe, die passieren. Und Reflexe und auch viele Ansteuerungen passieren im Faszienapparat drin selber. Nerven enden auch im Faszienapparat. Der Faszienapparat, der hat selbst so Sensoren, man nennt die Golgis, Ruffinis, Pacinis, heißen die im Fachjargon der Faszienforschung. Und dort wird sehr viel geregelt und gesteuert. Viel mehr, als man denkt. Und wenn man dann etwas operiert, wird das durchschnitten. Und wie du vorher gesagt hast, dann gehen Informationen verloren. Und ich würde es mir nicht antun, meinen Faszienapparat durchschneiden zu lassen. Ich musste das auch schon, andere haben mir dann gesagt, auch das hätte ich nicht müssen. Ich habe nicht gewusst, dass man den Blinddarm nicht unbedingt operieren muss, anscheinend. Ich habe es gemacht. Und da wurden natürlich auch, es war minimalinvasiv, aber an 3 Stellen wurde das Fasziengewebe durchgeschnitten, wird dort unbeweglich. Ich habe dann halt Narbentherapie gemacht, dass Beweglichkeit möglichst wieder zurückgeholt wird, weil die Beweglichkeit des Faszienapparats ganz viel, viel wichtiger ist, als was wir glauben. Mhm. Beim Gips erinnere ich mich nur daran, Gips heißt immer wieder, der Muskelschwund ist der Grund, warum wir dann so steif sind. Stimmt ja eigentlich gar nicht. Klar, gehen die Muskeln zurück, aber wenn natürlich die Faszien, durch das man sie nie bewegt, verklebt, ist ja völlig logisch, oder? Vielleicht müssen wir mal schauen, was sind die Muskeln und was sind die Faszien. Muskelschwund, ja, man hat vielleicht noch die Hälfte nach 6 Wochen. Da sieht man eben auch, wie schnell Muskeln zurückgehen, wenn wir sie nicht brauchen. Mhm. Use it or lose it, oder? Mhm. Ja. Mhm. Und Muskeln brauchen, dass jetzt die links oben und rechts unten geht, links oben funktioniert leider nicht. Macht nichts, aber da wissen wir, wie das Baby hüpft. Ein kleines Kind, ein Baby, das hüpft, genau. Ja, ja. Und wenn wir eben gehen auf flachen Böden, in stützenden Schuhen, vielleicht sogar noch mit Einlagen. Jetzt hüpft. Ja, genau. Dann wird
dann wird halt nicht die ganze Bewegung des Fußes genützt. Eigentlich sind unsere Füße gebaut, dass wir in der Natur barfuß balancierend gehen. Mhm. Und wenn wir balancieren, nur wenn wir balancieren, benutzen wir immer und überall, balancierend gehen, benutzen wir immer und überall alle Muskeln, Neuromyofaszien, sagen Sie jetzt mal so, weil die Muskeln sind ja eigentlich nur die Myofibrillen, das sind ja nur die Muskeln, nur diese roten Muskelfasern, die sich, die nur eigentlich eine Funktion haben, sich zusammenziehen. Aber die sind in einer Hülle eingebettet und diese Hülle, dort ist die Intelligenz, die der Muskelfaser sagt, was sie tun muss. Mhm. Und die einzelne Faser ist wieder verbunden in Paketen, das ist immer alles eingepackt. Und diese Verpackungen, das sind die Faszien. Und in diesen Verpackungen sind die Rufinis, Bacinis, die Golgis, die eben die Ansteuerung der Muskeln steuern, regeln. Mhm. Ja, regeln muss man sagen. Mhm. Und nur wenn wir so barfuß wie oben in der Mitte oder unten auf elastisch federndem Material, wenn wir so gehen und stehen, dann werden immer alle Neuromyofaszien gebraucht und dadurch auch trainiert. In Bewegung gehalten. Ja, wenn wir die nicht mehr bewegen, das sieht man im Gips, dann nehmen sie sofort ab. Und wir haben ganz, ganz viele Muskeln in unserem Körper, die wir kaum bewegen. Das sind vor allem die tiefen, feinen, kleinen Muskeln. Dort sind die Faszien verklebt, verkürzt. Darum können wir nicht mehr hinunter in die Brücke. Ja. Also als Kleinkind kann man die Brücke machen, vom Stehen aus. Man kann die Beine verschränken, die Beine auch hinter den Kopf. Natürlich. Und so weiter. Ja. Als Kleinkind kann man das. Das geht nur nicht mehr, weil die Faszien verklebt sind. Und da ist der Zusammenhang aber auch wieder durchs falsche Sitzen, falsche Bewegung, falsches Schuhwerk. Denn wenn wir eigentlich ständig auf Beton laufen, haben wir ja eigentlich einen ganz anderen Gang, Schläge. Die Faszien können das gar nicht, haben nicht diesen Bewegungsmechanismus, oder? Ja, weil unser Alltag nicht mehr natürlich ist, weil wir andere Arbeiten haben, wir arbeiten am Handy, am Computer, wir sitzen viel zu viel und so weiter, weil unser Alltag nicht stimmt. Und natürlich auch das Schuhwerk, wobei es ist eigentlich gar nicht das Schuhwerk. Es ist eigentlich der Boden. Ja, klar. Es ist der Beton. Der Beton, der da. Darum habe ich mir dann mal überlegt, wo ich gemerkt habe in Korea, dass wenn ich auf den elastisch federnden Reisfeldern gehe, dass die Schmerzen verschwinden. Die Knie, die Hüfte, die Achillesschmerz. Habe ich mir gedacht, ja, dann hole ich mir mal diesen Reisfeldboden elastisch federnd in den Alltag. Ist das dein erster Prototyp da? Das ist der erste Prototyp. Dann habe ich dann halt elastisch federndes Material gesucht. Ja. Habe mit Klebband das um die Füße gewickelt. Bin dann auch auf der Straße mal ein paar Wochen so rumgegangen. Dann mit dem Socken. Hab dann so einen Socken angenäht und mit diesen Sockenschuhen dann gegangen und hab gemerkt, ja, das passiert einiges. Jetzt müssen die Füße plötzlich wieder arbeiten. Aktiv. Jetzt müssen die arbeiten. Ja, als ob sie in der Wiese laufen, oder? So sieht's aus, als ob sie in der Wiese sind. Als ob sie irgendwo in der Natur am bequemsten, in der Natur gibt's natürlich auch irgendwo harte Kieselsteine, Fels. Klar. Es gibt dort Sand, es gibt ganz viel unterschiedliche, oder? Und das ist so das Angenehmste, so ein weich elastisch federndes Moosfeld. Das heißt, das ist jetzt richtiges Faszientraining, angefangen von den Füßen. Ja, weil es kann nur an den Füßen anfangen. Wenn ich unten schon etwas limitiere, dann limitiere ich eben auch, oder mache ich oben etwas, auch etwas Falsches. Und hier sieht man mal die Faszien, wie das Das sind die verklebt sind, da unten links. Die bewegen sich nicht mehr richtig. Die sind, wenn innen sind die rote, in diesem Rohr drin sind diese roten
dummen Muskelfasern, oder? Also dumm. Von denen reden wir immer. Wenn wir Muskel sagen, meinen wir eigentlich Muskelfaszienpaket. Ja. Und das ist die Fasern, die Muskelfasern, die sind rot. Mhm. Und dann um jede kleinste Faser, das sind ja die Myofibrillen, das sind die sind ganz klein, kaum sichtbar. Und die haben eine Hülle und dann haben sie wieder eine große Hülle, das Paket hat wieder, alles was weiß ist, sind Hüllen. Mhm. Und das sind eben die Faszien. Und dort ist die Intelligenz drin. Und bei dir jetzt, du kannst eigentlich jeden einzelnen Faszien, also diese Röhre rausziehen bei dir quasi, du bist so elastisch. Also ich, bei mir nicht, ich bin natürlich auch nicht überall voll, aber ein zweijähriges Kind oder ein frisch geborenes, das ist ja wie ein Sackmesser zusammengeklappt im Mutterleib. Mhm. Die sind voll, da ist vollkommen alles einzeln noch weich. Und bei mir sind jetzt genau diese da ein bisschen mehr verklebt, dass ich die nicht einzeln rauskriege. Je steifer das man ist, desto mehr ist verklebt. Mhm. Und dann reißt man die Ansteuerung vom Hirn und von oben, die steuert, möchte dann eines ansteuern, reißt aber alles mit. Und weil die Schmerzrezeptoren in den Faszien sind, sind dort und dann tut das weh. Mhm. Es tut gar nicht die Arthrose weh, sondern Schmerzrezeptoren, an denen wird gerissen und das löst dann im Hirn einen Schmerz aus. Das ist natürlich schon wieder eine ganz revolutionäre Aussage, die eigentlich wirklich von vielen Medizinern heute gehört werden müsste, was du da gerade sagst. Ja, in der Faszienforschung ist das alles bekannt. Mhm. Mhm. Aber es ist noch nicht in den Universitäten. Mhm. Es interessiert noch nicht so stark. In den Physiotherapien wird es mehr und mehr gebraucht. Mhm. Es gibt dort Faszientherapie-Methoden, wie Fasziendistorsionsmodell, alles mögliche, recht schmerzhafte Methoden, wo man so drückt, wo man irgendwo einen Punkt drückt, einen schmerzhaften Punkt, dort bleibt, übrigens auch mit den Faszienrollen, Faszienkugeln, es wird immer bekannter. Genau, meine Frau hat so eine Faszienrolle, aber wenn ich die da rüberrolle über mein Bein, das tut ja richtig weh. Ja, und vor allem, wenn man nicht rollt, vor allem, wenn man den Punkt gefunden hat und bleibt, das tut weh. Und das sind also ein Zeichen von Verklebungen. Und jetzt? Und ist das gut, wenn es lange weh tut? Ja, dann wird man, ja, das, und der Schmerz geht aber weg. Ein, zwei Minuten auf dem Punkt bleiben, dann nimmt der Schmerz ab. Tolle Therapie. Schmerzhaft, aber man hat ja auch lange gesündigt, indem man so... Also es ist gut, mit diesen Rollen auf den Schmerz zu gehen, zu bleiben. Mit und Rollen, mit Kugeln, manualtherapeutisch durch den Physiotherapeuten. Ist gut, ja, gut ist ja dann, wenn die Beweglichkeit zunimmt und der Schmerz, den man hat, abnimmt. Und das funktioniert in den meisten Fällen, funktioniert das. Okay. Ja, hier sieht man andere Sichtweisen der Faszien. Links oben sieht man einzelne Faszien, es gibt ja Bänder, es gibt Faszienhüllen, es gibt Faszienfäden. Übrigens in der Natur links unten sieht man diese Faszienstränge, so wie links unten so Faszien, so wie Stromkabel. Ja, ja. Und dann fließt wirklich Information durch die Faszien. Ich stelle mir nur gerade vor, wenn da so ein dickes Fell, wo man da über den Körper hat, über den Brust, wenn da geschnitten wird, das ist eine Zerstörung. Da wird so viel zerstört. Das ist unfassbar, oder? Ich kann vielleicht eine Übung machen mit den Zuschauern. Sehr viele Menschen haben ja Nackenschmerzen und Probleme hier. Wenn Sie jetzt das Kinn ein bisschen zurückziehen, du kannst das als Zuschauer mal machen, Kinn zurückziehen, dann ganz langsam den Kopf nach links drehen, so weit wie es geht, und dann irgendwo hört es ja auf. Mhm. Entweder hört es mit einem Schmerz auf oder nur mit einem Ziehen. Dann macht man dasselbe auf die rechte Seite. Und dann sieht man vielleicht einen Unterschied. Ich merke jetzt keinen Unterschied, weil wirklich hier alles locker ist. Kommt da viel mehr auf die eine Seite als auf die andere? Ja, kommt man weiter. Und in sehr vielen Fällen, wenn man Nackenschmerzen hat, dann tut es weh, oder? Und wenn man jetzt, wenn es dann weh tut, wenn man jetzt
so dieses Fleisch ob den Rippen wie weglöst von den Rippen, so nach oben zieht und dasselbe noch einmal macht, erstens mal wird der Kopf viel leichter. Das ist wirklich so. Ja, aber da musst du wirklich tatsächlich. Ja, man merkt. Ganz weit nach oben schieben. Ja, es gab eine Veränderung. Und man kommt weiter. Ja. Und Menschen, die Schmerzen haben, sagen in den meisten Fällen, der Schmerz ist weg. Ja. Was ist das? Ja, das ist spannend, also wie das zusammenhängt. Das ist ja faszinierend. Das sind diese Faszien, die Haut gehört ja auch zu den Faszien, bis zu den Rippen, die ganzen Schichten, wenn man die oder vielleicht sogar noch so zieht, oberhalb der Brust, so raufzieht, dann, was ist jetzt passiert? Warum kann der Kopf sich besser drehen? Warum schmerzt das nicht mehr? Weil er nicht mehr reißen muss. He? Weil. Du hast da 2 Zentimeter nachgegeben. Ja, ich habe, weil es ist wie das Hemd in der Hose, weil wir genau durch das Gehen auf harten, flachen Böden immer mehr nach vorne knicken, weil wir steif sind, weil wir vor allem vorne viel zu viel Zug haben, steif sind, holen wir wie das Hemd zieht mich da nach vorn und die Muskeln hinten müssen dagegen ziehen. Das gibt einen riesen Druck auf die Schulter. Das löse ich, weil ich diese Faszienschichten vorne gelöst habe, löse ich das und dann wird das locker und man kann dadurch auch Nackenbeschwerden lösen. Das sieht man ja gerade in dieser Folie, dann bin ich jetzt ein bisschen nach vorne gesprungen, mit dem Skelett wieder. Du hast gesagt, wie so laufen wir normalerweise. Wie das Hemd. Das Hemd ist die Faszie, die vordere Faszienkette, die vordere Faszienlinie. Die zieht, wie das Hemd in die Hose, zieht das alles nach vorn. Weil der Fuß auf den Boden klappt. Ja. Weil der Klappfuß den Körper nicht aufrichtet. Links. Ja. Drückt, rollt der Fuß langsam ab, kraftvoll ab und zieht den Körper, wie beim Hochsprung, muss man, um hochzuspringen, muss er vorne abstoßen, rollt das schön ab, stoßt, zieht das Bein nach hinten, man sieht auch der Oberschenkel, zieht viel weiter nach hinten, links, vorne ist alles nach vorn, alles. Die Faszienkette vorne zieht, ist viel zu kurz. Ja. Und wenn man die von Hand verlängert, dann wird man plötzlich schmerzfrei. Geht dann auch was zu einem zurück da. Und das sieht man hier wunderbar, dass sich das Gehverhalten über die Füße hier total schon verändert, oder? Nur schon durch das Gehen wird der Körper, wenn man so geht, auf elastisch federndem Material, richtet sich der Körper auf. Ja. Natürlich dort, wo Faszienverklebungen sind, die muss man dann halt auch schmerzhaft durch Rollen, durch Physiotherapie lösen. Aber dann ist es möglich. Bleibt. Ja, dann bleibt's. Genau. Und das finde ich jetzt auch schon schön. Der linke Herr ist ja operiert gewesen, oder? Der Herr ist ein Minister aus den Philippinen. Nein, der hat eine Prothese. Und nur schon auf diesem naturbodennahen Teppich, den du da hast, läuft er praktisch gerade. Man sieht auch seine Freude. Von einer Sekunde auf die andere. Der ist so gekommen wie links, habe ich gedacht, ich mache noch eine Handyaufnahme. Habe ihn gefragt, darf ich eine Handyaufnahme machen? Hat gesagt, ja. Weil der geht von einer Sekunde auf die andere. Der hat nichts lernen müssen, nichts. Er geht einfach auf weich, elastisch federndem Material, auf so einer Matte, und hinkt kaum mehr. Was ist das? Das ist der Faszien, der Bordcomputer der Faszien, der ihn völlig anders, der den Körper völlig anders ansteuert. Und das sind eben Fähigkeiten im Faszienapparat, die er hat, und durch das er eben auch dieser Bordcomputer ist. Und man aufpassen muss, dass man an diesem Bordcomputer etwas schneidet, nur wenn es schwere Unfälle, aber sicher nicht bei Arthrose oder bei degenerativen Schmerzen, da gibt es andere Möglichkeiten. Viele Menschen
möchten halt schnell die Schmerzen weg und lassen sich dann operieren. Aber weißt du, wir können ja auch jetzt schon einsetzen. Wenn ja jetzt anfängt weh zu tun, muss man ja nicht warten bis zum letzten Moment. Man kann ja jetzt reagieren und das soll ja auch unsere Präventionssendung ja darstellen, dass man jetzt eigentlich anfangen kann, über die Füße den Faszienapparat weicher zu machen. Wo kriege ich weitere Informationen? Gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ich mich noch schlauer lesen kann über dieses vielleicht Thema? Vielleicht hast du es unten jetzt in diesem Video unten hast du vielleicht Webseiten drin, wo man ja, klar, nachschauen kann. Ja, werde ich auf oder? YouTube noch einsetzen. Ja. Auf YouTube, aber für den Fernseher darfst du es gerne sagen. Wo findet man weitere Informationen? Also bei kib.ch oder kib.ch oder kib.com. Und das heißt, diese Shops, die du ja eigentlich weltweit hast, dort wird man auch beraten, intensiv, auch über den Faszienapparat. In den Kib und Joya Shops bekommt man diese Beratung, Kib und Joya Therapie. Mhm. Am besten findet man das lokal in den Shops, wo man auch die Beratung bekommt oder sonst halt online. Kibun übrigens, K-Y-B-U-N oder Joya mit J-O-Y-A. Super. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Karl. Für mich faszinierend, dass ein so großes, wichtiges Thema eigentlich noch gar nicht richtig dargestellt wurde oder vermittelt wurde. Es ist für mich jetzt auch das erste Mal, eine Sendung über Faszien zu machen. Aber wenn ich sehe, wie das alles zusammenhängt und diese Übung da jetzt mit der Brust, ist ja wirklich gleich faszinierend. Und das Beispiel mit dem Hemd ist alles so logisch, so logisch. Vielleicht müssten wir noch viel mehr über Übungen reden, was wir machen könnten, um diesen Faszienapparat noch weicher zu machen. Nicht nur über die Schuhe, das ist das Einfachste, einfach mal drin zu gehen, selbstverständlich. Aber wie kann ich das noch fördern und unterstützen, dass ich wieder weicher werde? Und ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt ins hohe Alter hinein, dass man dann wirklich gesund im Saft bleibt. Da findet man im Internet recht viel. Wenn man unter Faszientherapie schaut, wenn man unter Faszienrollen schaut oder wenn man unter Muskellängentraining schaut, da findet man sehr, sehr viel. Super. Herzlichen Dank, lieber Karl. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch die hohe Bedeutsamkeit von den Faszien ein bisschen darstellen und vermitteln und auch zeigen, wo und warum wir unbeweglicher werden, was da in unserem Körper wirklich verklebt und warum es reißt und so zieht und schmerzt und was wir dagegen tun können. Und für mich völlig faszinierend ist es einfach, dass wir alleine schon über die Füße so vieles bewegen können für unseren ganzen Faszienapparat. Und auch da vielleicht noch eine kleine Warnung, wenn es irgendwie geht, bitte frühzeitig reagieren, auch wenn mal Schmerzen da sind, frühzeitig zu reagieren und versuchen irgendwo wirklich nach einer Operation zu verhindern. Denn wir haben gesehen, wenn eine Operation passiert, dann wird geschnitten und die Sache ist dann wirklich verletzt. Und da fehlt noch meiner Erachtens völlig die Forschung, was man da alles kaputt macht. Gell? Da fehlt völlig die Forschung. Die Forschung ist im vollen Gang. Man weiß einiges. Man weiß sogar sehr viel, würde ich schon sagen. Natürlich wahrscheinlich von der ganzen Wahrheit ist es erst ein Tausend- oder ein Millionstel. Aber es ist schon viel, viel mehr als vor 10 Jahren. Aber es ist noch nicht an die Basis geraten. Physiotherapeuten wissen viel, viel mehr als die meisten Ärzte. Es ist immer das Gleiche. Als ich mich mit Professor Schubert unterhalten habe, die Psychoneuroimmunologie, sagte, wir haben schon längst die Basis so verändert, da gibt nichts mehr zu diskutieren, aber wir haben keine Lobby. Und solange die Lobby nicht da ist, verändert sich halt in einem trägen Apparat nur langsam. Aber es verändert sich und es kommt auch gut. Alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.